Romani, wollen wir nicht. Da wir nun alle schon so schön versammelt sind auf diesem Plan, würde ich sagen, spielen wir doch gleich ein Lied zu Ehren der Pizzabäcker, weil jetzt ist ja gleich wieder Mittag und uns wird bald wieder hungern. Ja, genau. Ein Lied aus Italien. Wir widmen es immer ganz liebevoll unserem Freund vom Crepe-Stand da drüben. Da gibt es super Crepes. Ist auch nicht ansteckend. Man muss deswegen auch... blödes Wortspiel, ja. Der Tanz der Pizzabäcker, ja. 7, 12, 13. Patron aller Schankwirte und Mundräuber. Zum Glück. Wenn wir den nicht hätten, hätten wir niemanden. Ja, also haben wir wenigstens diesen und müssen auch regelmäßig von Ehre. Dann fangen wir mal an mit der Ehre. Genau. Zähl du wieder ein. Ich habe bis 14. 3, 3, 3. Ich muss ja bis 4 zählen. Ne? Zähl wieder bis 4. 5, 6, 4, 9. Okay, noch ein?
Die sind hier einfach nicht wegzukriegen. Können wir mal eine Brandle, oder? Dann noch ein Lied. Wir haben ja vorher gerade angefangen mit Pizza. Auf jede Pizza gehört auch eine gute Soße. Ja, und somit kommt jetzt das Lied vom berühmtesten Soßenkoch der Musikgeschichte, dem Erfinder der Dillsoße. Du meinst den Dillmann Susato? Genau. Nur leider Gottes war die Soße wohl nicht ganz so gut gelungen, leicht verbrannt. Drum machen wir jetzt eine Brandle. Ei. Ist ja schon lange her, ist ja schon alte Soße. 1551. Genau. Ja, genau, ja. Also ein Lied aus 1551. Genau, ja. Ein Lied zur Entdeckung Amerikas. Ach, mit diesem einfachen Text könnt ihr gleich mitsingen, alle. Stimmt, gibt einen Text dazu. Genau. Ganz einfach, besteht nur aus, oh, weil ich finde es so schön, die Zimmer. Oh, genau, also einfach denken, wie eine gute Soße schmeckt und einfach, Okay. Oder? Ja, ja, also unser Baby hinten macht schon einen richtigen Text. Schmeckt die Soße auch ja, nicht. Ja, genau. Okay, nochmal. 2, 3 und. Entschuldigung, ich hatte gerade Tinnitus im Ohr. Jetzt auch gerne wissen. Ich sehe es euch an den Gesichtern an. Ja. Vielleicht sollen wir mal Frauen. Oh, hübsche Frauen haben wir da. Wir könnten was zum Weinen singen. Zu Ehren des Bacchus. Bacchuslied. Von mir werde ich immer so durstig. Das kommen wir nicht geschafft. Verzeiht? Eine Morita. Ja, danach, dann gleich. Ja. Ja, die Musik trinkt Feuerwasser. Wir haben es jetzt nicht verstanden. Ja, Musik. Ja, das schon. Ja.
Aber was habt ihr denn im Repertoire? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel ein Trinkspiel. Also mittelalterliche. Ja, mittelalterliche Tänze zum Beispiel. Also eine Moritat haben wir nicht, so hätten wir. Welche Moritat? Sie kennen vielleicht Stimmt. die Gärtnerin oder Möchten Sie gerne? Möchten Sie eine Moritat hören? Da können wir durchaus... Nein. Moritat schon. Die stellen wir sogar szenisch dar. Ja. Oh ja. Also Sabinchen war im Frauenzimmer. Ja. Wie sie ermordet wurde. Oh, kennen Sie den Karmeliter? Oh. Ist aber Moritat, Karmeliter. Da stirbt auch jemand dabei. Also bei Moritate muss immer ein Mord passieren. Da muss auch den bringen wir schon um. Keine Sorge, schaffen. Also auf vielfachen Wunsch an einzelnen Personen. Macht's gut. Warum muss man der sterben? Auf vielfachen Wunsch an einzelnen Personen. Jetzt die Geschichte von einem Parterre, der im ersten Stock wohnte. Ja, der muss immer ein bisschen sickern. Der ganz gerne auch die Beichte abnahm und wie das jetzt genau vor sich geht, das stellen wir euch jetzt dann hier szenisch dar. Oh ja. An der Szene und so die Suche? Szenen mache ich gern und gut. Ja, nur die Männer wissen es immer nicht zu schätzen. Ja, Schätzchen, dann fangt's mal an. Ich erzähle. Okay. Such mir den schön aus. Jetzt geht er. Doch rennt er weg. Verdammt. Bleib doch da! Wir brauchen Mensch! Dich. We want you! Wir wollten schönen, okay. Also, du musst jetzt schon freiwillig da mittun. Wir brauchen hier einen Freiwilligen. Ja, deutlich. Okay. War ist ein Kamelita, der Vater Gabriel. Oh, hey! Macht er an der Dunzinger Anna, je neue Seele. Ja. Macht er an der Dunzinger Anna, je neue Seele. Das Anna war ein Mädchen, so jung und wunderschön. Kam zum ersten Male ins Kloster beichten. Er sprach, ach liebes Anna, komm doch zu mir herein. Na gut. Hier in der dunklen Kammer kannst beichten ganz allein. Was allein? Hier in der dunklen Kammer kannst beichten ganz allein. Er nimmt sie in seinen Beichtstuhl und setzt sie auf seinen Schoß. Na gut, da denkt Anna Donzina. Das Beichten geht famos. Ja, da denkt Anna Donzina, das Beichten geht famos. Na und er erzählt dem Andal vom Berg bis hinein. Und greift ihr an die Wadal hinab bis zu der Knie. Oh la la! Ja. Und greift ihr an die Wadal hinab. Nur zu den Knien. Nicht nur auf Haupt und Nieder ruht die geweihte Hand. Er senkt sie langsam nieder bis ins gelobte Land. Ja, allerliebste Anna, ich hab dich ja so gern. Ich reite dich ganz reinlich vor auf den Empfang des Herrn. Ach, Anna, liebe Anna, greif in die Puttenmaus und hol mir meinen Priesterstab, den Segen Gottes raus. Ja, bist du es, Wahnsinn! Das reicht ja bei dem auch vollkommen. Da schwanden ihr die Sinne. Das kannst glauben. Wie leblos sank sie hin. Da hat's einen kleinen Knacks gegeben. Autsch. Klein? Werner, kleinen Knacks. Du musst mal probieren, andere schließen. Wirst du mal mit kleinen Knacks? Super Knacks. Die neue Silber drin. Da hat's einen kleinen Knacks gegeben. Die neue Silber drin. Drum all ihr lieben Mädels, wollt ihr ein neues sehen? Dann geht's zum Karmeliter, zum Pater Gabriel. Dann geht's zum Karmeliter, zum Pater Gabriel. Doch solltet ihr nicht wissen, wo denn sein Kloster ist, so helf ich euch gern weiter, mit mir beschieden ist. Bravissimo!
Sollen wir für die Augenweide noch eins singen? Solange wir nur darüber sprechen, ist alles in Ordnung. Man kann ja über alles reden, ne? Naja.